Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Dardai als Hertha-Trainer freigestellt, Taifun Korkut übernimmt. Ja, Hertha BSC hat sich vom aktuellen Trainer Pal Dardai getrennt. Man sagt in der Geschäftsführung, nach eingehender Analyse der aktuellen Situation blieb hier keine andere Lösung mehr möglich. Auch die Assistenten von Pal Dardai, also Andreas Zecke Neuendorf und sein Kollege, müssen gehen. Dafür kommt Taifun Korkut und die Geschäftsführung sagte, mit Taifun Korkut möchten wir der Mannschaft neue Impulse geben und einen neuen Input geben. Taifun hat in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt, dass er ein Team nicht nur stabilisieren, sondern auch mit seiner akribischen und leidenschaftlichen Arbeit und einer sehr guten Idee vom Fußball weiterentwickeln kann. Das sagte unter anderem der Geschäftsführer von Hertha BSC, Fredi Bobic. Taifun Korkut erhält unter anderem einen Vertrag bis zum Ende der Saison mit einer Möglichkeit einer Verlängerung. Taifun Korkut war bis dahin vereinslos und trainierte vorher den VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen. Den letzten Satz der Dankbarkeit sagte die Geschäftsführung noch, wir möchten uns bei Pal Dardai ausdrücklich für seine Arbeit bedanken. Er hat die Mannschaft in der vergangenen Saison in einer schwierigen Situation übernommen und unter herausfordernden Umständen in der Klasse gehalten. Das sagte der Geschäftsführer Fredi Bobic in einer Clubmitteilung. Ja, was sagt ihr zu diesem Trainerwechsel? Was haltet ihr von Taifun Korkut und war es die richtige Entscheidung, sich in der aktuellen Situation von Pal Dardai zu trennen? Taifun Korkut hat natürlich jetzt auch schon viele Erfahrungen in der Bundesliga sammeln können, unter anderem natürlich auch bei Hannover 96 und den eben erwähnten VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen. Ist er der richtige Kandidat oder glaubt ihr, es ist nur eine Übergangslösung, um sich wirklich bis zur nächsten Saison zu spielen und dann vielleicht mit einem neuen Trainer nochmal ganz neu aufzubauen? Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao.